erledigt. Wir machen noch einen Punkt vor der Pause, nämlich 27.7, Weiterentwicklung der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Einreiche die AfD-Fraktion. Bei mir benannt ist Herr Vetterlein. Kann das sein? Dann bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Uns allen, denke ich, ist bewusst, wie wichtig die vielen ehrenamtlich tätigen Dresdnerinnen und Dresdner für die Stadtgesellschaft sind und dass ohne dieses bürgerliche Engagement vieles nicht möglich wäre. Auch wissen wir, dass es immer schwieriger wird, vor allem auch junge Menschen für eine längerfristige ehrenamtliche Tätigkeit zu begeistern. Im Vorfeld der heutigen Stadtratssitzung habe ich mir mal ganz bewusst Ihre jeweiligen Kommunalwahlprogramme angeschaut. Und in allen Kommunalwahlprogrammen aller Parteien steht, dass das bürgerliche Engagement, das Ehrenamt, besonders gefördert, anerkannt und gewürdigt werden sollte. Davon ausgehend müssten Sie alle unserem vorliegenden Antrag eigentlich freudig erregt zustimmen. Da es aber bereits in den vorangegangenen Ausschusssitzungen deutlich geworden ist, dass unser Anliegen doch noch einige Verständnisprobleme aufwirft, gestatten Sie mir noch einige An- bzw. Bemerkungen. Zum einen geht es um die Installierung eines Ehrenamtskoordinators, der für alle ehrenamtlich tätigen Dresdner und Dresdnerinnen Anlauf- und Ansprechpunkt sein soll und nicht wie bisher nur für die Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Wir haben in unserer Stadt neben Sport, Kultur, Feuerwehr und Gesangsvereinen eine ganze Reihe weiterer ehrenamtlich geführter Vereinigungen und Verbände. Bis hin zu Vereinen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, Senioren und Menschen mit Behinderungen. Natürlich sind die Interessen aller sehr unterschiedlich, wie auch die Sorgen und Nöte der einzelnen Vereine. Aber es ist gut und richtig, dieses an einer Stelle zusammenzuführen und zu koordinieren. Zum anderen, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es darum, vor allem langjährig ehrenamtlich tätige Dresdnerinnen und Dresdner für ihr Engagement besser und vor allem verbindlicher zu würdigen und zu ehren. Natürlich gibt es bereits den Ehrenamtspass und einzelne Ehrungsveranstaltungen. Aber diese berücksichtigen gerade diejenigen, die sich bereits viele Jahre in den Dienst der Allgemeinheit stellen, nicht bzw. ungenügend. Siehe dazu auch die diesjährige Veranstaltung Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, wo junge Menschen bei allem Respekt für 6 bzw. 9 Monate ehrenamtlicher Tätigkeit auf großer Bühne geehrt wurden. Was soll da jemand denken, der sich bereits seit 10, 15, 20, 25 Jahren engagiert? Er muss sich einfach vergessen vorkommen. Deshalb möchten wir eine verbindliche Würdigung langjährigen Ehrenamts entsprechend der Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeiten, zum Beispiel freien Eintritt in den Dresdner Zoo, ins Verkehrsmuseum, Freikarten für die Dresdner Philharmonie und andere städtische Veranstaltungen oder auch freie Fahrt mit den Dresdner Verkehrsbetrieben. Dieses gern auch wahlweise. Alles Leistungen, die die Stadt Dresden ohne Zusatzkosten erbringen kann. Somit wäre es dann auch die Aufgabe des Ehrenamtskoordinators, diese Verbindlichkeiten in Form eines Ehrenamtskataloges zu erstellen, uns zur Diskussion vorzulegen und dann entsprechende Beschlüsse dazu zu fassen. Das natürlich dann umzusetzen und auch zu koordinieren und zu kontrollieren. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht heute hier zwar um eine Grundsatzentscheidung, aber nicht um eine abschließende Festlegung, sondern darum, etwas auf den Weg zu bringen und somit ein gemeinsames Zeichen zu setzen, dass wir bürgerliches, ehrenamtliches Engagement hochachten und schätzen. Und noch eins, Dresden wäre damit die erste und bisher einzigste Stadt in Deutschland, die dieses Zeichen setzt und könnte somit auch mal über alle Parteigrenzen hinweg für positive Schlagzeilen sorgen. Ich danke Ihnen.
Mir ist eine weitere Wortmeldung signalisiert, Herr Dr. Brauns. Verzichtet. Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Auditorium? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir direkt in die Abstimmung. Wir haben einen ablehnenden federführenden Ausschussbericht. Also wer dem ablehnenden federführenden Ausschussbericht zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Ja, 17 Nein, keine Enthaltung. Damit ist der ablehnende federführende Ausschussbericht angenommen worden. Damit würde ich sagen, wir machen Pause und treffen uns 19 Uhr wieder.